heute. Ich probiere mal wieder ein bisschen mit dem Setup rum. Dementsprechend, ja, gucke ich mir heute mal so einen Booster an. Normales Booster, ganz was Seltenes auf dem Channel mittlerweile, gefühlt. Früher waren es ja nur normale Booster, mittlerweile habe ich so viel Special Booster mir noch geholt gehabt. Ich habe immer noch ein paar übrig. Naja, bleiben wir heute bei Ixalan. Ixalan hat jetzt mittlerweile so... Oh. Na? Gucken, wie das Setup sich tut. Bin mir da jetzt noch nicht so sicher. Ja, das ist Slash of Talons. Ein Mana fügt einen angreifenden Block einer Kreatur 2 Schadensmodule zu. Pounce. Für 2 Mana fightet eine Kreatur, eine andere Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Ja, kennt man halt. Pirate Price. Für 4 Mana zieht man 2 Karten Sorcery, das ist nicht so geil. Man bekommt aber einen farblosen Schatz. Schätze kann man tappen opfern, um Mana die Farbe zu bekommen. Brazen Buccaneers. Das habe ich jetzt auch neulich festgestellt, warum die Buccaneere heißen. Das liegt tatsächlich daran, dass die früher die Buccaneere tatsächlich so Leute waren, die gejagt haben. Und das Zeug dann gegrillt und dann verkauft haben auf so einem Bucker, haben die es genannt. So ein Grill halt. Naja. 4 Mana, 2-2, Eile und wenn ein Spiel kommt, explort er. Also man deckt über das Karte seine 6 auf. Wenn es eine Landkarte ist, nimmt man sie auf der Hand, ansonsten kriegt die eine +1/+1 Marke. Dann kann man die Karte back auf den Top tun oder sogar runterlegen. Dann March of the Droned, 1 Mana Sorcery. Entweder bringt man eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand oder man returnt 2 Piraten aus dem Friedhof auf die Hand. Das ist cool. Schorsch Buckling, 2 Mana, verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur gibt +2/+1 Eile. Commune with Dinosaurs, geil. Commune with Dinosaurs für ein grünes Mana, gucken wir uns über 5 Karten der Bibliothek an, nehmen den Dinosaurier oder Landkarte davon, nehmen sie auf die Hand und den Rest unters Deck. The Manasti, 1 Mana, Instant, zerstören wir eine Verzauberung. Oh mein Gott, Fledermäuse, ich liebe Fledermäuse. Ja, 1-1-1 fliegend für 8 Mana tappen, kann man die opfern, um Gegner 4 Leben verlieren zu lassen, bekommt 4 Leben. Unsere erste Ankamen ist Wildgrove Walker, 2-1-3, immer wenn eine Kreatur explort, die kriegt hier eine +1/+1 Marke drauf und kriegt 3 Leben. Ah ja, Sky Terror, 2-2-2 fliegend Menace. Das ist stark. Okay, Deep Root Waters, 3 Mana Verzauberung, immer wenn ihr ein Mehrvolk castet, bekommt ihr ein 1-1 Mehrvolk mit Hexproof. Okay. Unser Rare ist, okay, Coppola Warden of Waves, 3 Mana 2-2. Zauber, die der Gegner castet, die ein Mehrvolk targeten, kosten 2 Mana mehr und Fähigkeiten, die das tun, machen das auch. Das ist eine sehr coole Karte, ist eine sehr starke Karte auch. Die ist nicht bad. Und ein Sumpf. Und ein Foil. Aha. Ja, gut, hier kann ich jetzt mal richtig hart überprüfen, wie unglaublich schlecht das manchmal ist mit dem Licht. So wäre es noch fast am besten. Naja. Mehrvolk Branchwalker. 2 Mana, 2-1. Wenn er ins Spielfeld kommt, wird er explored. Coole Karte. Das Foiling ist echt cool. Und der Treasure Token, von dem ich geredet habe. Gut. Das war das Booster. Ich gucke mir das Video jetzt an, gucke mir das Setup an. Die nächsten 3-4 Booster werden wieder ein bisschen mit den Setups rumgespielt. Da ich mir bei Helium jetzt richtig unsicher bin, werde ich mir das jetzt direkt mal angucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksea. Ciao, ciao.